Hallihallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Projekt hier im LS19 auf Stevens Welt, meinem Kanal. Ich bin der Steven, ist ja ganz klar. Heute sind wir hier auf der Felsbrunnen zu Gast und ihr seht, ich habe hier schon einige Maschinen aufgebaut. Ich möchte mit euch gern ein Projekt starten, wo es um Bioanbau geht. Also das ganze Projekt soll dann heißen Biohof. Und ja, gucken wir es uns einfach mal an. Klassisch auf der Felsbrunnen, diese Halle hier in der Mitte habe ich verkauft und den Unterstand bauen lassen sozusagen. Dann haben wir hier einen wunderschönen Fan 500 in der Turbo-Version, also mit dem wunderschönen Sound-Package. Hier steht noch Fan-Favorit rum. Warum auch immer. Ach so, ich glaube, ich weiß wieder, worum es ging. Es ging zum Händler fahren und Pflegebereifung drauf machen, genau, weil wir nämlich das nächste Strieger müssen. Ich würde sagen, die anderen Fahrzeuge, die zeige ich euch dann später. Natürlich am Start das G29 und das Seitenbedienteil vom LS. Das solltet ihr ja kennen an der Warnblinkanlage. Fernlicht haben wir auch jetzt für den Super. Muss sagen, seitdem ich dieses Ding habe, könnte ich eigentlich nie aufhören, LS zu spielen. Ja. Das ist jetzt sozusagen noch die Testphase hier. Ich habe das jetzt einfach mal probiert, das Ganze. Und hier Pflegebereifung. Ja, super. Gut. So. Genau, wie gesagt, ich wollte es einfach mal probieren, ob das funktioniert hier, so wie ich mir das vorstelle. Mit der Kameraeinstellung und so weiter und so fort. Ich muss mir das ganze Video natürlich dann erst angucken. In 10 Minuten. Ich würde immer so 15 bis 20 Minuten ungefähr eine Folge machen. Aber ich habe natürlich jetzt nicht auf die Uhr geguckt, so ein Profi wie ich bin. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Entschuldigt bitte manchmal meine Fahrweise. Ich denke manchmal noch nicht dran, dass ich fahre wie ein Kaputter. Entschuldigt bitte einfach. Aber wir sind ja noch am Anfang. Ich denke, das muss ich qualitativ auch noch ein bisschen steigern. Ich bin noch am Überlegen daraus, sozusagen wie eine Art Community-Projekt zu machen. Also ich habe ja viele Freunde hier am LS schon gefunden. Die sind aber alle mehr für die dicken Maschinen. Und wenn jemand von euch da draußen Bock hat, mit mir zusammen hier ein bisschen Bio-Landwirtschaft zu betreiben, sind wir natürlich voll dran vorbeigekommen. Der Strieger steht nämlich hier hinten. Aber jetzt bestimmt eh nicht rankommen. Aber wie gesagt, wenn jemand Bock hat von euch mitzumachen, einfach schreiben über die PlayStation an Stevens Welt, ist mein PSN-Name auf YouTube, so wie hier. Ihr könnt natürlich auch mir auch über YouTube mir schreiben. Ist auch kein Thema. Jetzt hängen wir hier mit dem Ding fest, ne? Sehr gut geparkt hier, gefällt auf jeden Fall. So, jetzt. Versuche natürlich so viel wie möglich in Innensicht zu fahren, das ist klar. Wir wollen ja den Realismus bewahren, sozusagen. Aber es geht halt natürlich nicht immer. Man hat natürlich hier nicht die klassische Sicht, die da in dem richtigen Trecker ist. Entschuldigung. Aber ich versuche natürlich so nah wie möglich da ranzukommen an das Ganze. So gut aus, die Parklücke hier ist noch voll frei. So. Und dann würde ich sagen, sprühen wir erstmal ein bisschen vor, bis hier das erste Unkraut kommt. Ich will jetzt nochmal den Trecker angucken. Das ist der Mod-Trecker. Von wem, fragt mich nicht. Das ist der mit dem Sound Kit sozusagen. Ich kann euch das mal kurz im Shop zeigen, wenn ich es finde. Der hier.
mit Gangschaltungssound. Und den habe ich auch gekauft. Also ich habe wirklich beide einmal. Den 500er und den 509er, 510er. Lohnt sich auf jeden Fall runterzuladen. Motorsound ist der Hammer. Ich weiß nicht, wie der Motorsound bei euch jetzt rüberkommt. Ich habe meinen Fernseher sehr leise gestellt. Aber ihr müsstet ja den Spielsound theoretisch übertragen kriegen. So, das Unkraut scheint schon da zu sein. Ich werde mal kurz aussteigen und mal hier ranfahren. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, sieht gut aus, ja. Unkraut 100%. 0% gedüngt. Das können wir jetzt leider nicht machen, weil wir noch keine Kühe etc. haben. Ich werde erst. Ziel war jetzt erstmal sozusagen. Den Hof so hinzukriegen. Aufklappen. Es muss wirklich sagen, wenn ihr den Landschaftssimulator habt, holt euch definitiv das Lenkrad mit dem Pedal dazu. Ist egal, ob es jetzt LS-Lenkrad ist oder das G29 hier von PlayStation. Soll jetzt um Gottes Willen keine Werbung sein, es ist alles scheiße teuer. Vor allem finde ich übertrieben teuer. Aber es lohnt sich wirklich. Seitenpedal kriegt man neu. Einzeln für 90 Euro hatte ich jetzt bezahlt oder 80 Euro finde ich ist übertrieben teuer für ein bisschen Plastik mit ein paar Knöpfen, aber es ist halt so, das Lenkrad lohnt sich wirklich definitiv. Also, das G29 und spiele auch viele andere Spiele, Mud Runner oder Formel 1, Need for Speed oder so ein Zeug. Also, das ist genial, ich muss es wirklich sagen. Das ist genial. Jetzt werden wir unten stehen lassen, das ist schlecht. Sollen wir auch nochmal zurückkommen? Was? Ja, ansonsten, was kann ich dazu erzählen im Projekt? Ich persönlich habe mir vorgestellt, dann, dass wir Kühe machen. Das ist eigentlich am einfachsten und dann Schweine dazu später mal, würde ich sagen. Aber ich würde gerne mit, oder ich würde vielleicht sogar mit Schweinen anfangen, dann bin ich mir noch nicht ganz sicher, was sinnvoller ist. Das wird jetzt eure Aufgabe sein, das mal in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr denkt, was sinnvoller ist. Einfach unten reinschreiben, ich gucke mir das an. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da nicht so viel zurückkommen wird. Könnt mich natürlich überraschen, das würde ich sehr super finden. Warten wir es ab. Auf jeden Fall mal rein in die Kommentare das Ganze, was sinnvoller ist am Anfang, Kühe oder Schweine. Und dann werden wir das natürlich einhalten. Schon wieder was vergessen. Ja. Ich bin natürlich jetzt auch nie der übelste Freak, der jetzt hier 1000% Realismus spielt. Aber ich finde, in gewissem Maße ist es immer okay. Das ist definitiv, wird definitiv hier der Fall sein. Ich erwähnt ja den Betrag. Wir haben jetzt noch 55.000 Euro. Ich hatte am Anfang alles verkauft. Bis auf die zwei Häuser, wie gesagt, und das Silo, das habe ich behalten. Und habe wirklich eine neue Maschine gekauft. Ich habe auch noch den Deutz 15 oder 17er Deutz mit reingenommen. Der kostet 17.000. Ich erzähle euch wahrscheinlich jetzt komplette Kacke. Mal einfach mal ins Menü schauen, auf die Garage. Hier den 638er Spezial Deutz. Der hier. Und ansonsten halt wirklich erstmal alles so auf Ostmaschinen sozusagen. HW von Fortschritt. Gut, diese Sachen, die sind jetzt leider noch nicht so in Plänen, was mir gefallen hat.
Für den PC gibt es ja sehr viele Ostalgie-Maschinen, aber für die Xbox, für die PlayStation leider nicht, für die Xbox nicht. Da müssen wir dann mal schauen. Also sehe, wir sind gleich fertig schon mit der ersten Folge. Ja. Viel passiert es nicht. Ich werde jetzt hier weiter striegeln und wenn das dann vorbei ist, dann sehen wir uns definitiv wieder. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht Kommentare, Kühe oder Schweine als erstes. Und wir sehen uns dann. Ciao.